Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Er ist hart umkämpft, aber man könnte sich den Saisonanfang fast nicht besser vorstellen. Das erste Spiel auswärts am 5. Oktober gegen Volleyball Academy Zürich hat das Match mit 3:1 gewonnen und das erste Heimspiel am vergangenen Mittwoch war eine Europacup-Nacht. In einem sensationellen Aufwisch hat das Match die Partie gegen Zouka Bimal Jedins von Bracco mit 3:0 gewonnen. Der Jubel in der Löhrenackerhalle war gross und die Vorbereitungen des Cheftrainers haben sich eindeutig ausgezahlt. Und am Sonntag ist das Match Pfäffigen gegen Lugano mit 3:2 vom Platz gegangen. Insgesamt ist natürlich immer, wenn man ein neues Team wieder tut, auf die Saison vorbereitet, ist immer eine grosse Herausforderung. Und die ist dieses Jahr natürlich auch noch einmal gross, weil wir sowohl neue Junge haben, als auch neue Erfahrene, die wir zusammen in einem Team wollen, aufs Feld bringen. Und das ist natürlich immer die grosse Herausforderung, die Menschen zusammenzubringen in eine Gruppe. Was sind die Stärken des diesjährigen Teams, das 3 Neuzugänge verzeichnet? Wir haben effektiv relativ viel Erfahrung im Team. Das ist mal sicher eine der Stärken. Und haben auch viele Varianten, die wir bringen können. Das heisst, wir haben viele Angriffsvarianten, wir haben viele Servicevarianten. Und wir probieren es natürlich auch taktisch variabel zu gestalten, das ganze Spiel. Ich glaube, das können wir relativ gut. Und natürlich sind wir hier noch nicht so weit, wie wir hier sein wollen. Das müssen die Stärken voll ausspielen. Aber ich glaube, das wird im Verlauf der Saison zu unserer Stärke werden, dass wir wirklich variabel angreifen können und eben auch Varianten können taktisch einsetzen. Die Jagd um einen Meistertitel ist spannender denn je. Es ist natürlich so, dass es auch diese Saison sehr eng wird werden im Titelrennen. Letzte Saison hat Neuchâtel das stärkste Team gehabt, das sie je hatten. Und haben aber das auch gebraucht und in einer starken Saison gebraucht, um den meisten Titel zu holen, weil selbst sie sind an Grenzen gekommen. Und das ist diese Saison nicht anders. Also die Konkurrenz, die Chancen hat, den Titel zu holen oder einen der Titel zu holen, ist riesig. Und zu dieser Konkurrenz gehören wir natürlich auch. Also im sportlichen Bereich probieren wir einfach uns so fest wie möglich nur zu fokussieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach in Ruhe können arbeiten, dass wir zusammen Gas geben können und dass wir wirklich probieren, uns einfach auf jeder Ebene, auch im sportlichen Bereich, zu verbessern. Und da braucht es teilweise ganz kleine Schritte, die uns noch professioneller machen, die uns noch erfolgreicher machen. Das ist zum Beispiel im athletischen Bereich, das ist in der Ernährung, das ist in der Verletzungsprävention. Wir haben ganz viele kleine Ebenen, wo wir daran arbeiten, um einfach überall 1% besser zu werden. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, dann ist der ganz grosse Erfolg möglich. Im Team sorgen bewährte Spielerinnen für Rückhalt und Selbstvertrauen. So zum Beispiel die Libera Livia Saladin. Ich glaube, die ganze Rolle auf meiner Position hat sich extrem geändert oder es hat einen Wechsel gegeben. Ich bin plötzlich die Alte auf meiner Position und habe eine junge Spielerin aus der Region, die jetzt neben mir auf der Position ist. Das hat sich sicher geändert und natürlich auch, dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe diesen Sommer. Dank diesem Umstand kann sich Livia Saladin noch stärker aufs Team konzentrieren. Untereinander haben wir es sehr gut und natürlich, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man auch ein bisschen mehr ins Team investieren. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit, um Sachen ein bisschen reflektieren und überlegen, wie man es machen könnte. Und ich glaube, das finde ich persönlich sehr schön, dass ich eben mal ein bisschen mehr Zeit habe, um über den letzten Match nachzudenken oder um über das Training nachzudenken und halt auch für die Regeneration. Sportlicher Erfolg, Talentförderung und Markenbotschaft sind die drei Grundpfeiler der Vereinsphilosophie. Daneben dürfen die Finanzen nicht aus den Augen gelassen werden. Finanziell ist Volleyball einfach immer eine riesige Herausforderung. Ich glaube, wir dürfen einfach das nicht als Selbstverständlichkeit erachten, dass es das Projekt so in dieser Form überhaupt gibt. Es ist Jahr für Jahr wirklich eine Herausforderung, das so zu ermöglichen. Und darum sind wir umso dankbarer, haben wir private Geldgeber, haben wir Sponsoren, die das dieses Jahr wieder ermöglichen. Aber das heisst natürlich nicht, dass es garantiert ist für die Zukunft. Darum sind wir noch so froh und dankbar, wenn uns auch in Zukunft andere Menschen, zukünftige Sponsoren, werden unterstützen. Ab dieser Saison gehört neu auch eine LED-Wand zum Inventar, die von der Gemeinde Asch zur Verfügung gestellt worden ist.
Teledevan bietet unglaublich viele Möglichkeiten, angefangen im Training, wo der Trainer immer wieder Bilder draufschaltet vom aktuellen Training, also eigentlich Live-Bilder mit einer kurzen Verzögerung, wo die Spielerinnen dann jeweils ihre Spielzeuge analysieren können, schon im Training. Dann bietet es natürlich in der Videoanalyse Möglichkeiten, dass wir die Gegnerinnen besser analysieren können. Also die Videomeetings mit dem Trainer finden auf dieser LED-Wand statt. Und dann kommen wir natürlich zu unseren Events, wo wir die Spielerinnenpräsentationen darauf machen können, wo wir die Sponsoren können wir in einem besseren Licht präsentieren. Wir können jenste Unterhaltungsmöglichkeiten anbieten, so ein kleines Ding ist so eine Smashcam, die wir irgendwann mal aufschalten werden, wo dann die Kamera aufs Publikum zoomt und dann noch das Publikum auf der Wand oben zu sehen wird. Und das führt natürlich zu einer viel größeren Interaktion zwischen dem Publikum und der Show. Und auf das freue ich mich extrem. Und so dürfen die Fans auf viele spannende Stunden in der heimischen Löhrenackerhalle warten. Spannung hat ein Ende. Am 19. Oktober wird am 12 Uhr Mittag beim Frischmarkt auf dem Dorfplatz bekannt gegeben, wer der erste Prix d'Age gewinnt. Nominiert sind das Bring- und Hohlhäusli, das OK Kinderfasnacht, der Natur- und Vogelschutzverein Aschpfäffigen und das Familienzentrum Brückli mit dem Spenderaum Asch. Bei schlechtem Wetter findet die Preisverleihung im Schlosskeller statt. Erst noch hat er beim BLKB-Jubiläumsfest geholfen, den Mustergarten der Gemeinde einzuweihen. Jetzt kommt er für einen Vortrag nach Asch. Der Hans-Peter Latour wird am Montag, am 21. Oktober, am 7. Uhr oben im Schlosskeller seinen Vortrag halten. Wer beim Vortragsoben «Natur mit Latour» teilnehmen will, sollte sich über Crossiety oder über gemeindeverwaltung@asch.bl.ch anmelden. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist gratis. Unter den Mitgliedern der Crossiety-Gruppe «Naturvielfalt für ein lebendiges Asch» werden übrigens 3 Exemplare von «Natur mit Latour» verlost.